sollte derjenige, den ich als sozusagen Lehrer nehme, sollte er schon bestätigt sein von anderen Gelehrten? Natürlich sollte das sein. Aber es kann sein, dass ein Talib Ilm, ein nach Wissen suchender, dass er nicht so viel Teskia hat von anderen Gelehrten. Aber der sagt die Wahrheit und der bringt dir etwas Wahres bei. Deshalb, Barakallahu fik, wir akzeptieren die Wahrheit von jedem unter Berücksichtigung, dass wir immer nach Regeln von Koran und Sunna handeln. Und deshalb, lerne du das Richtige, dann wirst du auch wissen, wer richtig ist. Aber wenn du selber das Richtige nicht lernst, ob jetzt die anderen Bestätigung Teskia haben oder nicht haben, was hast du davon? Jetzt, ich bringe dir von hier bis hier. Teskia, 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 Teskia. Und wenn ich was anderes sage, als was in Koran und Sunna ist, dann was hilft mir? Was hat diese Teskia gemacht? Heute sehen wir Leute, die bringen dir Zeugnisse und dir und von diesem Scheich und von diesem Scheich. Wenn du diese Person dann hörst, was er sagt, sag, A'udhu Billah, haben die Ulama diese Person wirklich Teskia gegeben? Deshalb, Teskia allein geht nicht. Wissen allein ohne Bestätigung auch geht nicht. Und zusammen, du lernst, die Ulama bestätigen und beides. Aber eins ist Fakt, wenn du selber nicht lernst und wenn du selber nach der Wahrheit nicht suchst, egal was die Leute sagen, egal was sie machen. Wallahu ta'ala ala wa alam.